Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich einen California Burger. Viel Spaß dabei! Für den Burger brauche ich einen Burger Bun. Da habe ich hier eins von meinen eigenen genommen. Dann habe ich hier so Burger Cheddar, der drauf kommt. Dann habe ich ein Angus Patty, ca. 150 Gramm, drei Scheiben Bacon. Dann eine Avocado, daraus mache ich Guacamole. Dafür brauche ich eine rote Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, dann Limettensaft, ein bisschen Koriander und in die Guacamole kommt auch ein bisschen Mango rein. Dann habe ich hier ein bisschen Chili-Gewürz. Daraus mache ich mit der Mayo und der Limette zusammen so eine Limettenmayonnaise. Als erstes mache ich die Limettenmayonnaise. Dafür nehme ich mir ein bisschen Mayo einfach. Ich gebe die hier in so eine kleine Schüssel. Dann nehme ich mir eine Reibe und mache hier ein bisschen Abrieb von der Limette rein. Dann gebe ich hier ein bisschen Chili dazu. Und verrühre das Ganze ganz einfach. Dann halbiere ich die Limette und gebe hier ein bisschen Saft dazu. Nicht zu viel, weil sonst wird das Ganze zu flüssig. Verrühre das Ganze wieder gut. Probiere das Ganze dann einmal kurz und schmeckst dann mit ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer noch ab. So sieht die fertige Limettenmayonnaise dann aus. Die stelle ich jetzt noch mal kalt, weil die brauche ich erst später beim Zusammenbauen von dem Burger wieder. Dann mache ich weiter mit der Guacamole. Dafür einfach die Avocado auseinander machen. Den Kern rausholen. Die Avocado dann einfach in eine Schüssel geben. Hier die kann man schon ein bisschen mit dem Löffel so klein hacken. Hier gebe ich dann schon mal ein bisschen Limettensaft dazu. Dann nehme ich mir die rote Zwiebel und schneide die in feine Würfel. Die Zwiebelwürfel gebe ich dann zu der Avocado dazu. Den Knoblauch dann ebenfalls fein hacken. Das Ganze dann schon mal ein bisschen durchmischen. Und hier wieder ein bisschen klein drücken, die Avocados. Das kann man dann schon mal ein bisschen abwürzen mit ein bisschen Salz. Und ich habe hier so ein Avocado-Gewürz, das ich jetzt mal ausprobiere. Davon gebe ich auch ein bisschen rein. Dann zupfe ich mir die einzelnen Korianderblätter von den Stielen runter. Den Koriander dann ebenfalls fein hacken. Den Koriander gebe ich dann ebenfalls dazu. Das Ganze dann wieder umrühren. Zum Schluss die Mango einfach schälen. So, hier von der Mango reicht mir so eine Hälfte. Und die schneide ich auch in kleine Würfel. Die Mangowürfel dann zu der Avocado dazugeben und das Ganze dann gut durchmischen und das Ganze dann ein bisschen abschmecken. Und so sieht die fertige Guacamole aus für den Burger. Die stelle ich jetzt noch mal zur Seite. Und mach mit dem Fleisch weiter. Das Angus Patty, das würze ich nochmal mit Salz von beiden Seiten. Und gebe das Ganze dann so auf meine vorgeheizte Grillplatte. Wenn ich das Patty gedreht habe, dann gebe ich hier auch mein Bacon drauf.
wenn ich das Burger Patty dann ein bisschen angegrillt habe, dann gebe ich hier den Cheddar oben drauf, schließe den Deckel und lasse das Ganze ein bisschen garen, so ein paar Minuten. So sieht das Ganze dann aus, wenn es geschmolzen ist. Dann nehme ich mir meinen Burger Bun, halbiere das und toaste das hier auch ein bisschen an. So, wenn mein Burger Bun angetoastet ist, dann nehme ich mir meine Limettenmayonnaise, mache das oben und unten drauf, verteile es dann gut auf dem Bun. Dann nehme ich mir mein Burger Patty, mache das da drauf. Dann nehme ich mir die Baconscheiben. Dann nehme ich mir die Guacamole und mache hier großzügig was von der Guacamole oben drauf. Und so sieht mein fertiger California Burger dann aus. So, ich probiere das Ganze jetzt mal. Also der Burger schmeckt echt Hammer, muss ich sagen. Und für jemand, der Guacamole mag, so wie mich, ist das auf jeden Fall ein Rezept zu weiterempfehlen. Und ich muss sagen, was ich nicht gedacht hätte, die Limettenmayonnaise, die schmeckt man noch sehr stark raus und sehr gut. Was ich nicht gedacht hätte, weil normal die Guacamole eigentlich den Geschmack von allem ja, überlagert. Was hier aber nicht der Fall ist, von mir auf jeden Fall ein Rezept zum Empfehlen und zum Nachmachen. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.